Tatsächlich sind Twitch-Streams, ich würde sagen, das kann man so sagen. Ich würde, ja, Twitch-Streamer sind Clowns. Who's that Pokémon? It's no way for you! So, wir brauchen jetzt AP, Jax und Shaco. Wieso Shaco Top? Nee. Wir spielen Shaco Jungle, spielen wir. Was ist eine Back-to-Back-Win-Challenge? Das bedeutet, dass du praktisch alles hintereinander machen musst. Wobei man, die meisten nennen das First-Try-Challenge und nicht Back-to-Back-Challenge. Back-10-Back wäre doch mal was, Noe. Und weißt du, bei League, das ist halt reines Glück. Ich hatte schon ein Back-11-Back in EU und einen in Korea. Aber am Ende des Tages... ist es reines Glück, ob du es schaffst oder nicht. Wir sind Jungle, das heißt, wir spielen jetzt Shaco. Oder AP-Jax Jungle, das ist natürlich auch immer eine Option, ne? Was sehen wir denn raus? Bellweb wahrscheinlich immer noch, ne? Ich meine, wir haben eine relativ coole Teamkomp, muss ich sagen. Es kommt halt sehr darauf an, wie wir den Jungle gestalten. Wir können im Early, ich meine, eigentlich nur wirklich Mitte ganken, ne? Und der Kali ist jetzt wirklich nicht das beste Setup. Kannst du eigentlich alle Games absetzen? Wenn ich sie on-stream spiele, schon, ja. Dann kann ich sie alle absetzen. Genau. Okay. Oh mein Gott. Nein. Oh, zum Glück. Zum Glück habe ich das gedodged bekommen. Ansonsten wäre ich sehr untröstlich gewesen. Jetzt natürlich die Sache ist, also der hat doch jetzt meinen Red Buff genommen, ja? Das heißt, was ich jetzt nehme, ist seinen Red Buff. Oder ich probiere es zumindestens. Das Problem ist, wenn er smart ist, dann kommt er jetzt halt direkt hier rüber, ne? Und ich hätte auf jeden Fall nicht meinen Escape-Spell hier einsetzen sollen. Ich habe ihn schon wieder eingesetzt. Also wenn der Ringer jetzt nämlich hier ist, bin ich, glaube ich, einfach tot. Ich würde jetzt gerne die Crux noch nehmen. Also da muss ich auch wieder mein Crew verwenden. Das könnte ein bisschen greedy sein. Oh, läuft gut. Haben wir einfach komplett einen Jungle gekriegt. Very nice, boys. Ich hab was gesehen, dass er da ist. Das sieht eigentlich gar nicht so bad aus. Der hätte aber nicht so früh flashen dürfen. Ich hoffe, dass Hydra richtig ist. Nice. Oh, bitte sag mir, der kriegt keinen Triple hier. Nein. Stark jetzt. Oh, no. Oh, shit, ich habe vergessen, den Pin in Shaco reinzumachen. Problem haben wir auch mit einem Solo-Kill. Mein Shaco ist mittlerweile auch richtig gut, finde ich. Ich habe den so viel gespielt bei der einen Win-Challenge. Ich finde, man merkt das einfach, dass ich halt tausende von Games Shaco-Erfahrungen habe. Rüber und machen die Gubis. Wenn ein AP-Shaco sagen soll, das wird noch schwer genug, keine Angst. Es soll ja heute auch keine, also heute soll ja eigentlich mehr so ein chilliger Double-Tag sein, wisst ihr? Das soll jetzt keine Bruch-Challenge sein, die uns komplett fertig macht. Das war jetzt zumindest meine Idee. Das soll einfach entspannt und sein und Spaß machen, finde ich. Na, warte mal, bis die Zuschauer dich in Bravery Hostage schalten. Meine Zuschauer werden mich sowas von durchcarryen in Bravery. Ich habe da vollstes Vertrauen in meine Zuschauer. Ich würde gerne den Drake nehmen und davor auch kurz Level 6 machen. Das ist, glaube ich, meine nächste Mission. Und willst du Bravery machen? Naja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich mein Target strukturiere. Einfach mal daddeln, wir schauen, was auf uns zukommt. Ganz entspannt, Leute. Jetzt machen wir erstmal, wahrscheinlich machen wir erst League fertig jetzt. Es kann aber sein, also muss ich sagen, es kann sein, dass ich noch eine Runde, also wenn wir jetzt mit Shaco im ersten durchkommen, kann es sein, dass ich wahrscheinlich noch die Zugabe auf AP-Twitch setze. Weil den habe ich, also auf den hätte ich richtig Lust auf AP-Twitch. Ist schon möglich. Ich glaube nicht, dass das geht. Also ich meine, wir haben legit Ultimate Bravery 5 Stack, haben wir legit mit NNO alt verloren, die Games. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Das ist einfach, du handicapst dich halt zu hart mit Ultimate Bravery. Wir haben es legit nicht mit, wir sind schon relativ gute Spieler, ne? Jetzt kann ich einfach hochgehen zu den Gubis, oder? Währenddessen. Ich weiß gar nicht, ob ich die kann.
Die machen echt ziemlich viel Schaden, ne? Keine Goobies für uns. Wir lassen ihr natürlich gerne den Kill, aber wir schnappen uns den Assist. Von Shaco halt, oder? Ja. Ich meine, ich habe den so oft gespielt mittlerweile durch die A bis Z Challenges, dass ich jetzt mittlerweile schon ziemlicher Shaco-Konnoisseur bin, ehrlicherweise. Also man merkt natürlich auch, dass wir einfach massiv Skill aufgebaut haben auf Shaco. Ich habe bloß keine Ahnung, was mein nächstes Item ist, ehrlicherweise. Aber wir punkten erstmal ein Grandmaster. Ich glaube, irgendwas 550, 600 Punkte oder so. Kann man noch AP-Shaco spielen? Ich glaube, du kannst das spielen, aber ich glaube, das ist eher schlecht. Und jetzt gehen wir zum Herald. Die machen den höchstwahrscheinlich gerade. Dann sollte ich ihn aber probieren zu machen. Wenn jetzt der Dings gerade kommen würde, der Ringer, ich glaube, ich zerstöre den komplett gerade. Mein Damage ist richtig nasty mit Profane Hydra. Ich sollte trotzdem mein Q nicht wasten und mehr Boxen stellen natürlich, ne? Ja, das ist immer so satisfying, wenn du halt direkt hinter denen, wenn das Auge aufgeht, kannst du direkt hinter ihnen dashen. Wird uns auch bekommen. Und jetzt können wir als nächstes für den Drake spielen. Die dürfen bloß unten kurz nicht sterben. Shaco ist immer fein. Das ist halt eine klassische AD-Jungle-Assassine. Ihr könnt mit dem sehr erfolgreich sein. Wir können schneller Level 11 machen davor. Das ist halt, ich weiß jetzt nicht, was ich bauen möchte als nächstes Item. Das ist halt so die große Frage. Ich gefühlt das alles, was die Fellet hier hat, gut, oder? Sieht sehr, sehr gut aus bis jetzt, das Shaco-Game, muss ich sagen, ne? Damit habt ihr wahrscheinlich nicht gerechnet, ihr kleinen Schnickel. Ihr dachtet, ich falle hier mit Shaco komplett auf die Fresse. Ja, ja, ich bin euch mittlerweile ein absoluter Shaco-Konnoisseur, ja. Könnt ihr schauen, ob ich vielleicht den Ringer hier killen kann? Ah, ne. Die Mitte killen noch nicht genug Damage, ne? Also ich würde jetzt wahrscheinlich Cyclo-Sword hier gehen in dem Game sogar. Mal zurück. Wait, was hat mich da gehittet? Oh, Ari. Ups. Da ein bisschen Glück gehabt gerade, ja. Dann hätte vielleicht viel lieber Aphelios sagen sollen. Ja, ich meine, es war euer Vote für Shaco, ne? Ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die erinnern sich an den Shaco-Bruch von damals. Aber ich habe halt so viel Shaco gespielt. Mittlerweile bin ich ein absoluter Shaco-Gott geworden. Das ist halt, wenn du Tausende und Abertausende von Games Shaco spielst, irgendwann lernst du schon mal. Könnte das ein Double sein, ne? Bei so vielen Shaco-Games wird man irgendwann selbst zum Clown. Ja, es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Ich meine, wir machen da Scherze drüber, aber ich habe gerade die übergroßen Schuhe und die rote Nase auf. Ist auch eigentlich nicht mehr lustig, ne? Aber du kannst einfach, wenn du das Leben des Clown wählst, es bleibt ja anderes übrig, nicht wahr? Deine Top-Seite wäre super tasty zu invaden. Game sieht relativ gut aus, ist aber natürlich noch lange nicht gewonnen, ne? As per usual. Oh wow. Unlucky timing. Ne! Die Sau! Ne! Die Sau! War dein Hook? Hook? Oh no! Ich finde auch immer, also das ist so eine Sache, die ich aber schön finde, irgendwie mit Shaco, also wenn du an den Rand kommst, du machst irgendwie nur Schaden, wenn der stehen bleibt. Ansonsten ist immer nicht so cool irgendwie. Oh nein, nicht du auch noch. Oh no! Die Trolls, Leute, die Trolls!
Müssen wir da nicht diese Clowns-Musik anmachen? Nee. Clowns-Musik erst bei 5 Items kommt die Clowns-Musik. Bei Strago. Fitzschieber sind nichts anderes als Clowns, das ist richtig, ja. Das sind ja klassische Entertainer und Clowns sind ja auch klassische Entertainer. Und tatsächlich sind Twitch-Streams, ich würde sagen, das kann man so sagen. Ich würde, ja, Twitch-Streamer sind Clowns. Na komm, Bro. Der Kali ist so ass, ey. Hätte ich schon einmal eine Kombo getroffen? Ey, komm, Moment. Wie kann denn meine Akali Gott hier aussehen gegenüber der? How's that possible? Der lässt legit meine Akali wie Faker wirken. They win the fight, we win the day. Very good. Mach ich am Nash auch mehr Damage, wenn ich hinter ihm stehe eigentlich? Wie ist das? Sehr, sehr risky, was wir hier machen. Ach, scheiße. Ich einfach im Pit allein oder und jetzt kriegt die Senna so viel. Oh no. Und jetzt langsam merkt man auch, dass das vorhin alles nur ein Bluff war, weil ich bin nämlich immer noch richtig scheiße auf Shaco. Tatsächlich habe ich euch nur geblufft vorhin. Wir sind da trotzdem fighten. Auch wenn da viele von denen gerade da sind. Es ist ärgerlich, Mann. Mir ein Damage mehr gebraucht oder so. Scheiße, Oh, ich hätte einen Hit oder so noch gebraucht. Oh, oh. Ich kann ja Kali Tripoli in der Mitte töten. Also, das sieht sehr killbar aus, oder? Ja. Okay, kompletten Bogen gelaufen. Nice. Shaco im Late Game ist sehr schwer zu spielen, ja. Der ist einfach nicht gut im Late Game, der Champion. Aber er hat dafür ein sehr starkes Early. Wir haben hier viel gemacht im Early. Wir haben 3 Drakes geholt, wir haben Goobies geholt. Wir haben schon Sachen gemacht bisher. Aber jetzt gerade ist es halt schwierig, noch was zu machen. Wenn du sehr gefeedet bist, dann erreichst du einen Punkt, wo du immer Leute one-hitten kannst. Und Shaco ist auch kein schlechter, der ist kein schlechter Champ. Ne? Das möchte ich nicht sagen. Der ist halt bloß kein guter Late-Game-Champ. Ist ein bisschen wie Pyke zum Beispiel. Pyke ist auch kein guter Late-Game-Champ. Aber er hat halt auch ein sehr starkes Early-Game und kann viele Games im Early schon gewinnen für sein Team. Oh mein Gott, das war fucking free. Muss sie dodgen.
Muss hier dodgen. Ich hab sogar mein Ignite vergessen. War echt ein gutes Game. Okay, jetzt genug mit der Clowns-Musik. Aber das war actually ein ziemlich harter Shaco-Carry, möchte ich mal erwähnen. Erstaunlicherweise. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Yeah. Du und dein Set haben sogar Faker geklärt. Yeah, no, ich wollte German A-Ball. Ja, du triffst jede Cue.